Ich käme jetzt zu den Abstimmungen. Den Gong habe ich mehrfach getätigt. Gibt's, ja, es ist notwendig, Herr Staatsminister. Ich bitte um Verständnis und um Verzeihung. Man weiß nie, wann der richtige Moment ist. Man weiß ja auch nie, wie lange jemand redet. Also deswegen, ich versuche es jedenfalls so zu machen, dass es nicht störend, aber dennoch alarmierend wirkt. So, also, ich würde vorschlagen, wir treten dann ein in das Abstimmungsverfahren. Und ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 87, die zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion von SPD und Freien Demokraten, Beteiligung des Hessischen Landtages. Wer stimmt dem Gesetzentwurf zu? Das ist die Fraktion von FDP, SPD und DIE LINKE und der Abg. Kahnt. Wer stimmt dagegen? Das ist die AfD, die CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Damit enthält sich jemand der Stimme. Kann ich nicht sehen. Damit ist der Gesetzentwurf abgelehnt. Tagesordnungspunkt 12. Frau Walter. Ah, Frau Walter hat auch zugestimmt. Ja. Ja. Wir haben es aufgenommen, Frau Walter. Tagesordnungspunkt 12. Dritte Lesung, Gesetzentwurf, Fraktion der Freien Demokraten. Das ist das Gesetz zur Stärkung der digitalen Bildung im Hessischen Schulgesetz. Mit zur Abstimmung steht ein Änderungsantrag der Fraktion der Freien Demokraten, die Drucksache 204953. Ich lasse Sie jetzt zuerst abstimmen über den Änderungsantrag. Wer stimmt dem Änderungsantrag zu? Das ist DIE LINKE, die SPD, die Fraktion der Freien Demokraten. Wer stimmt dagegen? Das ist die AfD, fraktionslose Abgeordnete Kahnt, die CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer enthält sich der Stimme? Frau Walter enthält sich der Stimme. Damit ist der Änderungsantrag abgelehnt. Ich lasse jetzt abstimmen über den Gesetzentwurf der Freien Demokraten. Wer stimmt dem Gesetzentwurf zu? Das ist die Fraktion der Freien Demokraten, das ist die SPD und DIE LINKE. Wer stimmt dagegen? Das ist die AfD, Kollegin Walter, Kollege Kahnt, die CDU und die BÜNDNIS 90 die GRÜNEN-Fraktion. Da enthält sich jemand der Stimme? Kann ich nicht sehen. Keiner enthält sich. Damit haben wir den, oder damit ist der Gesetzentwurf abgelehnt. Ich komme zu Tagesordnungspunkt 97, die dritte Lesung des Gesetzentwurfs, Gesetz zum Glücksspielstaatsvertrag. Da vier Fragen, wer dem Gesetzentwurf in der Fassung der Beschlussempfehlung und des zweiten Berichts zustimmt. Das ist die Fraktion von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, der Kollege Kahnt. Wer stimmt dagegen? Die Kollegin Walter, die Fraktion der AfD, die SPD. Und wer enthält sich der Stimme? Das ist die Fraktion DIE LINKE und die Freien Demokraten. Insoweit darf ich feststellen, dass der Gesetzentwurf die Mehrheit hat und angenommen worden ist in der Fassung der Beschlussempfehlung des zweiten Berichtes. Wir sind am Ende der Abstimmung, aber noch nicht gleich aufspringen. Das haben wir schon erledigt, 14 und 15. Ich darf fragen, wie wir mit den weiteren Tagesordnungspunkten auf der Tagesordnung umgehen, ins nächste Plenum schieben. Schieben wir ins nächste Plenum, dann sind wir jetzt tatsächlich am Ende der Plenarsitzung. Ich bedanke mich ausdrücklich bei Ihnen und wünsche eine gute Zeit. Und insbesondere bleiben Sie gesund.